Der Einfluss von Licht ist in der Fotografie extrem wichtig und wird dennoch von vielen Anfängern, aber auch Fortgeschrittenen meiner Meinung nach extrem unterschätzt. Dabei geht es in der Fotografie ja eigentlich um nichts anderes als Licht auf den Kamerasensor zu fangen. Ob ein Foto nun etwas heller oder dunkler belichtet ist, beeinflusst die Bildwirkung massiv und das kann man auch ausnutzen in verschiedenen Lichtsituationen. Aber ein falsch belichtetes Foto, das möchte kaum jemand anschauen, denn das wirkt dann irgendwie unausgeglichen und nicht sehr ansprechend. Es ist daher enorm wichtig, die Elemente, die die Belichtung beeinflussen, zu kennen, zu verstehen und schlussendlich auch in der Kamera verstellen zu können. Und genau darum geht es in diesem Video, und zwar so praxisnah wie möglich. Viel Spaß! Grundsätzlich gibt es drei dieser Elemente, die die Belichtung beeinflussen, und das ist die Blende, die Verschlusszeit und die Lichtempfindlichkeit, auch ISO genannt. Wir starten gleich einmal mit der Blende. Die Blende bestimmt, wie groß die Öffnung hier im Objektiv ist, die dann schlussendlich das Licht reinlässt. Und ihr könnt euch vorstellen, je weiter ihr die Blende öffnet, desto größer die Öffnung ist, desto mehr Licht kommt auf den Sensor, das heißt, desto heller wird das Foto. Und das sieht man teilweise bei einigen manuellen Objektiven sogar, wenn man die Blende hier öffnet oder schließt, wie sich da innen dran dieser kleine Blendenkreis eben auch öffnet oder schließt. Wie stark man jetzt die Blende schließen und vor allem aber auch öffnen kann, hängt vom individuellen Objektiv ab und ist häufig vorne zu lesen. Man spricht dann von der Lichtstärke und hier ist die angeschrieben mit zum Beispiel f2,8, f4 oder auch einer sogenannten Variablenblende von f3,5 bis f5,6. Da die Blende ja bestimmt, wie groß die Öffnung im Objektiv ist, könnt ihr euch auch vorstellen, dass die Objektive, die sehr viel Licht reinlassen, also sehr lichtstark sind, dementsprechend größer werden müssen, um rein physikalisch einfach so eine große Blendenöffnung zu ermöglichen, dass das Licht reinkommt. Das sind dann die großen, teuren und schweren Profi-Objektive. Gehen wir mal etwas genauer auf die Blende ein. Und zwar seht ihr hier unten eine Blendenreihe. Von links nach rechts wird bei jedem ganzen Schritt, der ist hier in Rot markiert, immer die Menge an Licht halbiert, die noch in die Kamera reinkommt. Das heißt, wenn ihr die Blende zum Beispiel von 2,8 auf 4 schließt, wird der Durchmesser kleiner und es gelangt nur noch die Hälfte des Lichts auf den Sensor. Die meisten Kameras unterstützen auch halbe oder Drittelblendenwerte. Diese habe ich jetzt auch einmal eingeblendet. Lasst euch durch diese nicht verwirren. Das sind dann halt nur Drittel oder halbe Stufen, aber die Funktion, also das Prinzip von links nach rechts ist immer noch genau das gleiche. Und hier kann es nämlich sehr schnell verwirrend werden. Wir sprechen nämlich hier auf der linken Seite von einer großen Blende, obwohl die Zahl sehr klein ist. Aber das kommt einfach daher, dass, wie gesagt, auf der linken Seite die Öffnung des Objektivs sehr groß ist. Also hier Blende 1,4. Es kommt viel Licht rein, während hingegen Blende 22 geschlossen ist, eine kleine Blende, wo kaum mehr Licht reinkommt. Die Zahl kommt daher, dass es ein Bruch ist, der eigentlich den Durchmesser der Blendenöffnung durch die Brennweite des Objektivs teilt und man aber in der Regel nur den Nenner des Bruchs nennt und deshalb ist das etwas verwirrend. Das müsst ihr aber auch nicht genau wissen. Wichtig ist Blende 1,4 groß, offen, viel Licht, Blende 22 klein mit wenig Licht. Die Blende bestimmt aber nicht nur die Menge an Licht, die auf den Kamerasensor kommt, sondern auch die sogenannte Schärfentiefe. Eine kleine Schärfentiefe hat man, wenn eben nur ein kleiner Bereich des Fotos scharf ist, eine kleine Fokusebene, und was dann davor und dahinter ist, wird ziemlich schnell unscharf, wird häufig bei der Vogelfotografie eingesetzt, wie ihr es hier zum Beispiel seht, oder auch für die Makrofotografie. Was hat das jetzt mit der Blende zu tun? Ihr seht auch wieder an diesem Beispiel, wenn ihr eine offene Blende habt, ist die Schärfentiefe klein, das heißt Vorder- und Hintergrund verschwimmen leichter. Wenn ihr die Blende schließt, dann habt ihr eine größere Schärfentiefe, ihr könnt maximal das ganze Bild von A bis Z scharf haben. Eben da die Schärfentiefe ja durch die Blende bestimmt wird, hängt auch hier den Grad an Unschärfe, den ihr im Hintergrund hinkriegt, wieder von der Lichtstärke eures Objektivs ab, das heißt, wie stark ihr die Blende maximal öffnen könnt. Und tendenziell sind natürlich die günstigen Einsteigerobjektive, die als Kit mit der Kamera mitkommen,
hier nicht ganz so gut geeignet zum Hintergrund verschwimmen lassen wie teure Profi-Objektive. Ich rate euch aber trotzdem, geht einmal raus und probiert es. Das zweite Element, das die Belichtung beeinflusst, ist die Verschlusszeit oder auch Belichtungszeit genannt. Diese ist etwas einfacher zu verstehen, und zwar ist es einfach die Zeit, in der tatsächlich das Foto gemacht wird. Also in dieser Zeit wird der Verschluss geöffnet, es gelangt Licht auf den Sensor und der Verschluss wird wieder geschlossen. Wenn ich jetzt einfach rausgehe an einem bewölkten bis sonnigen Tag wie heute, dann werde ich im Normalfall mit einer Verschlusszeit von einer 125stel oder einer 250stel Sekunde arbeiten. Also schon eher eine kurze Zeit, wenn man sich das einmal überlegt, wie schnell so ein Foto gemacht wird. Wenn es dunkler wird, dann kann ich die Verschlusszeit verlängern. Sagen wir eine 60stel, eine 30stel Sekunde. Wenn es sehr hell ist, kann ich auf eine 1000stel oder 2000stel Sekunde gehen. Was ist jetzt der Nachteil von einer sehr langen Verschlusszeit? So, wenn ich in der Nacht fotografiere und ich komme in der Dämmerung und ich möchte auf einmal eine halbe Sekunde oder eine Sekunde belichten, weil fast kein Licht mehr da ist. Nun, ich denke, das werdet ihr alle schon erlebt haben. Irgendwann verwackelt man das Foto. Einfach, da man in dieser halben Sekunde nicht komplett stillhalten kann. Jetzt könnt ihr natürlich die Kamera auf ein Stativ stellen, so wie ich das jetzt zum Filmen gemacht habe. Das geht so lange gut, wo ihr etwas Statisches fotografiert, wenn ihr natürlich Leute fotografiert, die sich auch bewegen, klappt das auch nicht mehr. Dann müsst ihr euch etwas anderes einfallen lassen. Und noch etwas theoretischer zur Verschlusszeit. Hier ist es etwas einfacher. Eine Verdoppelung des Werts entspricht auch einer Verdoppelung des Lichts, das auf den Sensor gelangt. Das heißt, das Ganze ist linear. Wenn ihr statt einer 50stel Sekunde eine 25stel Sekunde belichtet, habt ihr doppelt so viel Licht auf dem Sensor. Und das wird auch von der Kamera gesteuert. Es gibt Kameras, die schaffen bis zu einer 4000stel Sekunde, eine 8000stel oder eine 16000stel. Da ist aber die Kamera limitierend. In der anderen Richtung gibt es eigentlich keine Limitierung. Bei den meisten Kameras könnt ihr nur 30 Minuten einstellen, 30 Sekunden. Nachher müsst ihr in den sogenannten Bulb-Modus gehen, wenn ihr noch länger fotografieren möchtet, zum Beispiel für sogenannte Star Trails. Kommen wir zum dritten und letzten Element, das die Belichtung beeinflusst, und das sind die ISO- oder Filmempfindlichkeit. Früher mit analogen Kameras gab es eben Filme, die eine verschiedene starke Empfindlichkeit hatten. Wenn man einen empfindlicheren Film, zum Beispiel 400 ISO eingelegt hat oder ASA, dann hat er stärker auf Licht reagiert als einer mit 100 ISO, 100 ASA. Das heißt, das Bild wurde heller. So einen Film hat man dann verwendet, wenn man im Dunkeln fotografiert hat, zum Beispiel in Innenräumen oder eben in der Abenddämmerung. Heute könnt ihr den Sensor an der Kamera nicht mehr austauschen, das heißt, das Ganze wird ein bisschen simuliert. Die Kamera hat einen Sensor, der ist immer gleich, der ist eigentlich immer gleich empfindlich. Und wenn ihr die ISO hochschaltet, wird das Signal einfach verstärkt. Das heißt, die Kamera tut das Ganze hochrechnen. Ich habe hier oben ein Video gemacht, in dem ich das etwas genauer erkläre, falls euch das interessiert. Wichtig hier ist einfach zu verstehen, dass die Kamera den Gesetzen der Physik folgen muss. Das heißt, wenn ihr ein Bild macht mit offener Blende, langer Verschlusszeit und dafür sehr tiefen ISO, kommt viel optisch gesehen einfach viel mehr Licht auf den Sensor, als wenn ihr die Blende schließt, Verschlusszeit kurz habt, dann kommt nur noch ganz wenig Licht auf den Sensor. Damit das Bild trotzdem richtig belichtet ist, könnt ihr jetzt die ISO auf, ich weiß nicht, 6400 hochziehen, aber die Bildqualität leidet dann, da die Kamera das eben verstärken muss. Und eben, das ist in meinem Video hier noch etwas genauer erklärt, falls euch das interessiert. Und diese schlechtere Bildqualität äußert sich an einem Schärfeverlust, am Bildrauschen, das auftritt, je nachdem in farbigen Pixeln oder einfach Helligkeitswerten, die nicht mehr ganz passen, einem geringeren Dynamikumfang, und die Farben wirken auch nicht mehr ganz so schön. Was habt ihr jetzt hoffentlich in diesem Video gelernt? Blende, Verschlusszeit und ISO beeinflussen zusammen das Foto. Das heißt, wenn ihr einen der Parameter ändert, wird das Bild heller oder dunkler. Ihr könnt aber zwei so ändern, dass es eben wieder kompensiert wird und ihr schlussendlich ein gleich helles oder dunkles Bild erhaltet. Wie ihr diese Parameter jetzt genau in der Kamera steuern könnt, wie ihr welchen Priorität gibt und so weiter, das kommt im nächsten Video dran, wo wir die Aufnahmemodi M, AV, TV oder P bei der Kamera etwas genauer anschauen. Dort geht es dann auch darum, diese verschiedenen kreativen Effekte wie Bewegungsunschärfe oder Schärfentiefe
einzusetzen. Also lasst mal ein Like da und schaut unbedingt in 2 Wochen dann wieder vorbei, wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet. Macht's gut und bis dann. Ciao.